Keine Ahnung, wo ich beginnen soll. Gestern wurde mir alles so zu viel mit dem Haushalt, der Arbeit, den Kindern. Da habe ich dann am Abend, noch bevor die Kinder im Bett waren, mir ein Bierchen gegönnt. Plötzlich wurde alles gut. Dann habe ich mir gedacht, so, warum immer bis zum Abend warten, bis man sein Feierabendbierchen trinkt? Warum trinkt man nicht gleich in der Früh sein, ja, Feiermorgenbierchen? Ich verstehe nicht, dass es nicht mehr Leute machen. Gleich so aus dem Bett heraus sich das Bierchen öffnen und zischen. Und dann über den Tag verteilt immer wieder mal eins. Und dann am Abend selig wieder ins Bett. Prima. A hell is a day keeps the worries away. Oder ein Bierchen am Morgen vertreibt alle Sorgen. Gut, nachher muss jemand die Große vom Kindergarten abholen. Ich kann dann wahrscheinlich nicht mehr fahren. Aber die wird schon klarkommen irgendwie. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie im Dschungel leben würden und draußen wilde Tiere wären. Da würde ich mir Sorgen machen. Aber hier, das ist ein zivilisierter Vorort von München. Germering. Das Schlimmste, was hier da passieren kann, ist, dass sie beim Schwarzfahren erwischt wird. Deine Fahrkarte, Kleine? Ich hab keine. Warum hast du keine? Ich hab kein Geld. Und wo ist dein Daddy? Daddy betrinkt sich daheim. Ich komme mir sowieso vor wie eine Sekretärin von meiner großen Tochter. Der Benedikt will immer noch mit ihr spielen und jetzt bin ich im WhatsApp-Kontakt mit Benedikts Mama und habe ihr vorgeschlagen, wann die mal die spielen kann. Und zwar immer unter der Woche, nachmittags nach ihrem Mittagsschläfchen und samstags. Benedikts Mama hat mir zurückgeschrieben, dass das schwierig ist, weil ab 16 Uhr ist sie immer im Stall und samstags muss sie arbeiten. Ob es denn noch wann anders gehe? Hallo? Nein, geht nicht. Also muss ich mir jetzt einen Stress machen wegen Spielterminen für meine große Tochter. Und die andere, die ist ja noch klein, aber die wird ja auch größer. Da kommt ja noch einiges auf mich zu. Und dann soll ich noch Haushalt machen. Heute ist das Gäste-WC dran. Mein Papa rühmt sich ja immer damit, dass er mir kein einziges Mal eine Windel gewechselt hat. Tja, sieht wohl so aus, dass ich ihm auch nie die Windel wechseln werde. Ich meine, wenn er nicht bereit war, einem kleinen, süßen, putzigen Baby den dreckigen Popo abzuwischen, warum sollte ich dann bereit sein, einem alten, verschrumpelten Sack die Windel zu wechseln? Nee, nee, nee. Bevor jetzt zwei, drei moralische Zuschauer von meinen 10 Zuschauern auf die Barrikaden gehen, da ist natürlich nicht richtiges Bier drin. Ich habe einfach eine leere Bierflasche genommen und habe Whisky reingefüllt.